Backspin. Moin Leute. Weißt du, was ganz lustig ist? Moin, moin, Matrosen. Ja, moin. Wir stechen wieder in See hier an dieser Stelle. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir Kevin Backspin und der wunderbare Ömer Backspin. Hallöchen. Schön, dass du dabei bist. Ja, hast du ja nicht auch mal Backspin, weil ich seh mir gerade auf bei Instagram, ne? Das ist, nee. Merkst du, wie Nico Leute da immer so reindrängt einfach? Nee, deswegen das ist überfluten wir Instagram nicht. Auch so. Das ist ein rein, das ist auch rein eine Frage, so. Wie fühlst du dich wenn so? Der, wenn der Chef so in einer so Live-Aufnahme fragt, so, ach, du heißt noch gar nicht so, ne? Fühlst du dich nicht Backspin fühlst etwa? Fühlst du dich nicht Backspin, ist die Frage. Meinst du nicht, dass du danach immer noch ein Teil von Backspin bist? Man ist immer so Backspin, wie man sich fühlt, Nico. Genau. Ich hab's ja in meiner Bio erwähnt. Da steht ja Head of Sweets. Backspin. Wisst ihr Bescheid. Sehr gut, freut mich sehr zu hören. Wir drei sitzen hier an einem wunderschönen sonnigen Tag draußen auf der Terrasse unserer Backspin-Redaktion, haben wunderbar gegrillt. Das heißt, es kann eventuell noch mal jemand vorbeilaufen und aufräumen. Es kann jemand vorbeifahren und nerven. Oder aufstoßen. Aufstoßen, genau. Aber wir werden trotzdem das machen, was wir eigentlich immer einmal im Monat machen. Wir werden über das Album des Monats sprechen. Und wir haben uns Folgendes ausgesucht. Casey Rebel. Yes. Hasso, yes. Vielleicht von euch die Einschätzung, warum sollte es das Album des Monats sein? Denn es ist ja auch mit Capital Bra schon auch noch ein anderer Kandidat gewesen, über den man hätte reden können. Ja, aber Capital Bra hat jetzt innerhalb von, lass mich lügen, 4 Jahren 6 Alben veröffentlicht. Casey Rebel auch bekannt dafür, dass er extrem fleißig ist, aber es ist das erste Release, nachdem er Banger verlassen hat. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Ja, genau. Ich glaube auch, allein schon die Tatsache, wenn man 2 Jahre braucht, um ein Album zu machen, diesen ganzen Weg dahin bestritten hat, ist es auf jeden Fall ein Grund, worüber man mal reden kann. Das ist der Grund, warum wir uns Hasso von Casey Rebel als Album des Monats ausgesucht haben. Und ich würde sagen, wir haben 14 Tracks, wir haben sicherlich eine Menge zu erzählen dazu. Wir fangen aber mal an und ich habe auch gleich festgestellt, das Intro selber ist eine sehr kurze Sache. Deswegen sprechen wir uns gleich wieder, nachdem wir uns das Intro, den ersten Song vom Album, angehört haben. Backspin. So, Freunde, was sagt ihr zu so einem Intro? Das klingt mächtig. Also es klingt nach was Großem, finde ich. Ja, und ohne Witz, wie viele 5 Sekunden waren das? 15 oder 50. So? 50. Oh ja. Haben mich schon überrascht, weil es überhaupt nicht deutschrappig klingt, rein musikalisch. Klingt eher nach einem Soundtrack, finde ich. Ja, genau. Ja. Es klingt nach etwas Größeren als Deutschrap, sag ich mal. Kein Wortbeitrag, nur ein Oh und so. Also da versucht jemand Stimmung aufzubauen, würde ich ja sagen. Ja, aber ne? Soundtechnisch wirklich schon interessant. War es interessant? Warum? Weil es halt so cineastisch wirkt und es war kein Beat. Keine Drums. Keine Drums, so, sondern wirklich atmosphärisch einfach. Ich hatte das Gefühl, das waren eher so Percussion, so tiefe ja, Trommel. Aber es war nicht, ja, genau, die waren dabei, aber es war jetzt nicht so flächig, sphärisch, wie man es vielleicht aus Trap kennt oder so, wo es ja auch immer wieder vorkommt, sondern eher wirklich so filmisch. Vor allen Dingen hätte ich ja nicht an der Stelle, vor allem nach 2 Jahren, eher so den 3 Minuten 20 Intro-Song erwartet, in dem man mal die ganze Geschichte aufbearbeitet. Aber Real Talk, man wartet 1,5 Minuten auf die ersten Drums und so. Und vorher schon zerflext, warum er da ist, wo er ist und wie der Weg dahin gekommen ist. Genau, und dann setzen die Drums ein und jetzt bin ich weg vom Banger und das und das. Und ja, ja, nö, kam nicht. Ich bin mal gespannt. Insofern gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, ob der Song Hype, der 2. Song, dafür sorgt, dass wir das bekommen, was wir eben haben wollten. Hier, Hype, 2. Song. Backspin. Und euer erster Eindruck vom 1. Song? Ja, der Casey hat hohe Ambitionen, würde ich sagen, ne? Na, warum? Er würde Gold, Platin oder eventuell Diamant gehen. Er beschreibt die aktuelle Situation als der Hype seines Lebens. Und produziert es wieder von Mixu, so by the way. Also habe ich mir schon fast gedacht, dass das Album wahrscheinlich wieder von MacLeod und Mixu komplett produziert ist. Ja, Beat hat auch gut gebrettert. Ja. Track auch cool, aber also ich weiß nicht, ein bisschen generisch vielleicht. Weißt du, er hat die Gucci-Tasche jetzt dabei und so, und er hat Hype. Ja, habe ich jetzt in den letzten Monaten von vielen Leuten schon häufiger so gehört, aber cool verpackt. Schwieriger Grad, ne? Genau das gleiche habe ich auch gedacht, dass, guck mal, du kommst wieder nach 2 Jahren in einem Deutschrap-Kosmos, der mittlerweile ja schon nach ziemlich vielen Formeln relativ gut funktioniert. Wie positionierst du dich als Casey Rebel dann? Wo stehst du musikalisch? Was machst du? Brichst du, also versuchst du Trend zu setzen? Versuchst du Trend zu folgen? Versuchst du deine eigene Note zu machen? Was ist das?
Also ich finde, dass Casey allein durch seine Stimme immer die eigene Note da reinbringt. Ja. Also durch seine unverwechselbare Stimme und auf Mixu Beats, klar, ist eine Formel, die auch in Vergangenheit schon funktioniert hat bei Casey. Und ja, ich würde sagen, wie du schon gesagt hast, Kevin, der Song wirkt ein bisschen generisch, bisschen austauschbar, möchte man fast sagen. Ja. Ja, ich finde, dass er sich jetzt eigentlich diese Spielwiese durch so ein paar Hits, ne, so wie letztes Jahr auf dem Feature bei Summer mit Chinchilla und auch DNA, was ja schon rausgekommen ist, was wir dann noch später hören werden, sich diese Spielwiese schon erarbeitet hat, wo er dann so drauf rumtollen darf, wie er möchte. Und wenn er Bock hat, jeden Tag Sandburgen zu bauen, dann kann er es ja weiterhin machen. So. Deswegen, guter Track. Ich muss guter Einstieg. Aber jetzt nichts, was einen vom Hocker haut. Aber stabiler, guter Track einfach. Finde ich auch. Und ich weiß aber auch nicht, ob ich aufgrund der gängigen Formeln, von denen ich eben schon gesprochen habe, überhaupt ein anderer Einstieg möglich gewesen wäre. So, weil es dann doch auch ein bisschen um Zeitgeist geht. Und der Epos wäre halt schon möglich gewesen. Ja, aber vielleicht hättest du musikalisch komplett anders arbeiten müssen. So ist es halt ein bisschen das, was ich, glaube ich, auch erwartet hätte. Was sich auch aus Singles davor schon angekündigt hat. Ich habe jetzt aber noch kein Gefühl dafür, wie sich das weiter bewegt. Ich frage mich wieder, ob der Song fließend mit dem Intro, ob da so ein Übergang stattfindet. Das wäre dann wieder, ich werfe ja gerne mal die Theorie in den Raum, dass man diese Intros jetzt, die man normalerweise auf den Track hätte laufen lassen, vorweg cuttet, damit die Leute weiterhin Bock haben, den Track zu streamen und nicht immer erst diesen 50 Sekunden Einlauf mitmachen müssen. Ja, ja, damit, ja. Weißt du? Das kann auch hier und da mal einfach eine taktische Entscheidung sein. Will ich jetzt bei dem nicht sagen, weil es waren ja schon wirklich 50 Sekunden. Ein 2 Minuten 50 Song übrigens hier gerade. Wir bleiben auf konstant unter 3 Minuten. Minuten, ja. Mal gucken, wie sich Neureich anstellt, der nächste Song. Und? Komm, ich sag gleich einfach vorweg, dann könnt ihr einsteigen, damit wir nicht jedes Mal Frage, Antwort hier. Wir sind nicht im Interview. Den hätte ich mir jetzt ersten Song gewünscht. Der hat auf jeden Fall einen größeren Einschlag. Holla die Waldfee. Wenn dieser Bass da reinbrettert. Bam. Oh ja. Geil. Was? Schön. Also, catch mich voll. Von der Konstruktion her wirkt der Beat auch wiederum, oder wirkt der gesamte Song, finde ich, nicht so generisch wie der Track davor. Es wirkt, als hätte er sich wirklich Gedanken gemacht. Einfach allein durch den einen Bass hat er irgendwie viel mehr eigenen Touch. Also, das klingt halt viel mehr nach eigenem Sound. Ich weiß nicht genau, ob ich eventuell generell ein Überdruss an dem anderen Soundmodell haben. Das kann es halt sein, das ist es wahrscheinlich. Ja. Und dass sich ein kleines bisschen anders anfühlt, ich weiß auch nicht, ob klassischer, doch, irgendwie, ne, aber... Ich habe jetzt nicht die BPMs gezählt, aber ich finde auch, das hat ein, auch wie er darüber float und wie er rappt und die Themen sind jetzt auch nicht die typischen Themen, sage ich mal. Ich meine, er thematisiert seine Eltern, seine Herkunft, mobilisiert seine Rebel Army. Wie gesagt, der Beat ist ein Brett. Ja. Ich feiere den Beat und heb nochmal seine Erfolge mit Vater Morgana hervor. Erinnert mich übrigens, wir haben jetzt erst zwei Tracks gehört, aber so ein bisschen an Summer Jam letztes Jahr. Auch ja jemand, mit dem er viel zusammenarbeitet. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das Album so in diese Richtung gehen wird. DNA kennen wir ja auch schon. Dass es dann eher eine Hit-Compilation wird als der rote Faden. Wir bewegen uns irgendwie auf die Strecke auf jeden Fall. Insofern mal gucken, wie sich weiter abspielt. Ja, ich weiß nicht, ich hab die ganze Zeit so ein bisschen Überlegung, was ich von einem Casey Rebel eigentlich haben will. Will ich von dem auch diese Hits haben? Oder will ich von dem Album haben? Will ich mir, dass er mir was erzählt? Weil das ist der zweite Song, in dem es eigentlich auch nur darum geht, zu erzählen, wie geil er ist. Oder ist es halt genau das, was auch ein Casey Rebel gerade machen muss an dem Standpunkt, wo er ist? Ich denke nicht, dass er das machen muss. Ich meine, vorab, bevor seine ganze Promotour losging, hat er ja auch einen Standalone-Track veröffentlicht, Hasso, in Anlehnung oder in Erinnerung an seinen verstorbenen Vater. Nehmen wir nicht die Tracklist vorweg. Nee, aber das kam ja release-technisch schon vor einigen Wochen. Und ich finde da, bei solchen Songs funktioniert Casey Rebel auch sehr, sehr gut. Ja, aber du redest jetzt über Song 13 unseres Albums des Monats, deswegen lass uns das bitte nachher machen. Okay, behalte das für mich. Bleiben wir bei dem hier, wir sind bei Song. Aber ich würde sagen, wir gehen gleich ein weiter. Quarterback Nummer 4. Ja, machen wir. Let's go. Nach Hype und Neureich kommt der Quarterback, der wahrscheinlich alles abräumt oder so. Ja, ich bin gespannt. Die Richtung gefällt mir. Wir lassen uns überraschen, geht los.
Neue Nummer und ich kann gleich wieder vorweggeben, auch der kriegt mich. Ich glaube, es ist ein bisschen Tempo, das, was mich da catcht. Ja, und es sind auch so Catchphrases, volle Tash. Also finde ich ganz gut. Boss wie Quarterback. Damals vorgerappt, heute volle Tash oder so, ne? Mich würde mal wirklich interessieren, wie viel Zeit er mit Summer Jam in den letzten 12 Monaten oder 15 Monaten verbracht hat. Ist schon sehr dran, ne? Ja, und das ist dann aber auch nicht mehr böse gemeint, sondern ich habe das Gefühl, weil beide, das kann man ja mal sagen, Punkt 1, Banger sehr gut gesehen, welche Künstler, egal auf welchem Alter sie sind, trotzdem noch verdammt viel Potenzial haben, haben beide dann da auch auf ihre Art sehr gut bewiesen. Der eine hat dann letztes Jahr mit dem Album schon mal gezeigt, wie man die Messlatte für, ist ja, kann man ja schon mal so sagen, gut amerikanisch inspirierte Sounds adaptieren nach Deutschland, sie so aufs nächste Level bringen kann. Und Casey Rebel ist für mich über Jahre immer schon als sehr bekannt gewesen, der einfach konsequent einen Schritt nach dem anderen macht, wie man ihn machen muss. Mhm. Der fleißigste unter den, also fleißiger Arbeiter. Wo nie so unbedingt der eine oder die zwei, drei Hits dabei waren, die ihn auf einmal so auf 2 Quadratkilometer größere Bühnen katapultiert haben, sondern es ging alles so Schritt bei Schritt. Ja, genau. Und dann aber diesen Song hier gerade, der dann sich ein bisschen anfühlt wie alles, was ich bei Summer Jam hatte. Die beide jetzt eigentlich schon, die mir so ein Gefühl geben, ja, Mann. Es läuft. So, das kann ich einfach hören. Es geht rein, ohne dass ich mir jetzt viele Gedanken darüber mache. Und wahrscheinlich auch trotzdem genug Inspiration aus Amiland hier, also wahrscheinlich drinsteckt. Müsste ich mir zu Hause nochmal anhören, müsste ich nochmal prüfen. Aber für mich hört sich das auch so an, als hätte man kurz mal über den Teich geschielt. So. Ja. Gibt's, ja, ich kann auch, es gibt wahrscheinlich, was hört ihr? Gibt es irgendwas, was spontan an was ihr denken würdet? Boah, Migos, Future, so die erfolgreichen. Die der großen Flow, der Beat. Und ich habe aber dann noch einen Punkt dazu. Selbst wenn das der Fall ist. Flow in Richtung Migos. So. Ja. Mhm. Aber es war ja schon immer so, dass man früher Flows adaptiert hat. Genau. So, ne? Ja, ist ja immer die Frage, wie man es umsetzt am Ende. Ich glaube, diese ob man jetzt 95 Nas-Flows kopiert hat oder sei es 99. Imatic hat bald Jubiläum, Freunde. Am Ende des Tages geht es immer ein bisschen darum, wie es umgesetzt wird. Und das macht er, um wieder zurückzukommen, gut. Auch hier wieder. Ja. Auch wenn es mir inhaltlich, glaube ich, vielleicht ist es auch vorbeigelaufen. Hat er irgendwas erzählt, was hängen geblieben ist? Nur, dass man früher rumgerappt hat und jetzt halt langsam die Ernte ansteht. Ja, immer noch am Flexen, der Gute. Die Taschen sind jetzt voll. Boss wie Quarterbacks halt, ne? Ja, auffällig. Ja, aber ist halt natürlich der dritte Song, der jetzt darum ging, dass man früher nichts hatte und jetzt gehypter, neureicher Quarterback ist. Auffällig ist für mich aber schon, das ist dann der dritte Song, 4. Anspieltitel und wir haben noch nicht eine böse Line gegen irgendeinen von früher gehabt, es gibt nichts, was aufgearbeitet werden muss, die Bilder und alles, was man vorher gesehen hat, beweist es ja auch, die Jungs arbeiten zusammen, sie verstehen sich, sie stehen gemeinsam irgendwie noch auf Fotos zusammen, die vielleicht dann doch schmerzliche finanzielle oder berufliche Trennung hat hier nicht so viel nach sich gezogen, wie vielleicht manche andere Trennung es gemacht hätte oder hat. Ja. Ich muss sagen, das gefällt mir auch sehr gut. Dass da bisher, ich sag mal, skandalfrei, in Anführungsstrichen, einfach straight gerappt wird. Ne? Ja, seien wir mal sicher, dass da schon Leute unzufrieden sind, dass die vielleicht nicht mehr zusammenarbeiten oder da es auch schon harte Kämpfe um Verträge gegeben hat, bestimmt, aber sie machen es sehr professionell und am Ende kommt hier was raus, was. Ist das zeitgemäß gerade? Was würdet ihr sagen? Ja, also zeitgemäß ist es definitiv. Ob es jetzt. Ob es so eine lange Halbwertszeit hat, das weiß ich jetzt nicht. Hast du Halbwertszeit gesagt? Halbwertszeit? Das wäre sinnig, aber nee, ich habe Halbwertszeit gesagt. Also ich habe kein, weißt du, vielleicht finde ich es jetzt cool und in 2 Jahren ist es mir total egal, weil es gab einfach 30 Alben, die so klangen. Weißt du, also jetzt mal auch international mit reingenommen und alles. So, ich weiß halt nicht, wie lange mich dieser Sound catchen kann. Ich glaube auch, ich seh da mich auf jeden Fall dann gedanklich auch mehr bei irgendwelchen Partys und frag mich halt auch generell, wie das in 10 Jahren laufen wird, ob ich mir dann irgendwelche Drake-Hits reinschmetter oder ob es dann trotzdem wieder eher Frank Ocean wird oder so, weil der zeitlosere Musik gemacht hat. Ey, ich mach mal, ja? Na, ich wollte nur sagen, Drake hat, finde ich, auch sehr zeitlose Musik gemacht. Ja, hat er, aber ich finde, Drake hat größere Hits gemacht, die noch krasser individuelle Hits sind. Und da sehen wir nämlich mal einen Punkt, was mir vor kurzem gerade aufgefallen ist. Jetzt random, komplett einmal aus. Die Minute nehme ich mir, bevor wir zum nächsten Song kommen. Aber ich habe gerade mir so eine Playlist bei einem Streaming-Anbieter zusammengestellt, wo ich quasi
alles an US-Rap-Klassikern zusammensammeln wollte. Und ich wollte nicht mehr nur keine Klassiker von wegen alles mit einer 1900 vorweg, sondern Klassiker bis 2000 im Prinzip 15. Alles, was länger hängen geblieben ist und was man nochmal danach, also was man irgendwie behalten sollte. Brauchst du einen? Kannst du mal austauschen? Ja, können wir gerne mal machen. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass es schon so ein Zeitfenster gibt, irgendwo in den 2000ern. Und wenn es die große Dipset-Zeit vor, hinter und das, was Ja Rule und Konsorten da verbrochen Bad haben. Joe, Ashanti und Co. Ja, in die Version, da gibt es dann immer mal so einen Hit. Ja, es gibt einen so einen Hit. Aber ich finde ansonsten, diese ganze Epoche für mich hat nicht viel hinterlassen. Ja. Findest du? Ja. Ich muss sagen, bis 2010 waren so viele gute Alben. Ja, krass. Und ich finde zum Beispiel, dass für mich persönlich so 2005 bis 2010 vielleicht mich das Ganze voll verloren hat. Und ich habe manchmal die Sorge, dass und das ist vielleicht auch ganz normal, vielleicht liegt es daran, ich bin irgendwann so in Wellenform. Mhm. Ich habe viel gehört, wenig gehört. Vielleicht ist das auch gerade in der Deutschrap-Variante oder eine Welt, in der mich nicht so viel catcht. Ich weiß es gerade nicht so genau, deswegen nur als Einstieg dafür, dass ich nicht weiß, ob dieses Album mich danach noch erhalten kann. Ich finde für jetzt und für das, was sie gerade alle machen wollen, klingt es dann bei ihm aber noch wieder für mich, von meinem Standpunkt aus, noch wieder mit ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr Brust als. Voll, man hört das ja auch immer ja, bei mit den, Selbstbewusstsein ja, macht genau. Er das. Genau, man hört das auch bei den Leuten, die seit längeren auf hohem Level produzieren und arbeiten, hört man das auch immer noch mal raus, dass sie qualitätsmäßig 2-3 Level über allen anderen sind, die diesen Sound halt eben auch machen oder machen wollen. Das hört man immer noch mal raus, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass sie den gleichen Stil bedienen. Genau. Genau, und das ist dann der Punkt. Wir waren vorhin so ein bisschen bei, wie hast du es genannt? Wie war das Wortspiel? Hype? Hype-Wertzeit. Hype-Wertzeit. Wir kommen jetzt zu den Features, das erste Feature. Ich glaube, ich habe genuschelt und dann einfach was ja. Geiles gesagt. Kevin hat gesagt, Hype-Wertzeit. Ich hab's gehört. Wir hören uns über Song Nummer 5, featuring Vasel, für mich da. Backspin. Was wolltest du gerade wissen, ob das türkisch war? Ja, ich glaube, Vasel hat auf türkisch gesungen. Ja, wo soll ich das wissen? War leider du weißt ganz genau, ich kann nur einen Satz. Hier ist der. Ekmek Buldum. Ich habe Brot gefunden. Ja, das ist okay. Richtig. Das ist richtig gesagt. Ich kann leider gar nichts. Doch, ich kann was, aber das sage ich jetzt hier nicht. Ich habe Brot gefunden, das ist so dumm. Das kommt aus so einem alten Feuerwehr-Deutschland-Battle von Greg Pipe. Das ist der einzige Satz. Kann ich auch mal kurz erzählen. Ich habe mal auf der Schule Kumpel, ich weiß nicht, wie alt wir waren, 7. Klasse oder so. Ich bin mit meinem Kumpel Erjan über den Schulhof gelaufen. Da lag ein altes Croissant und da habe ich das gesagt. Und er hat mich angeguckt mit entgeisterten Augen und meinte, Bruder, Alter, willst du mich verarschen? Was weißt du alles über mich? Ja. Oh Mann, oh Mann. Sorry, ich kann nur den Satz. Ja, reicht. Ja. Ich kann gar nichts, aber... Aber Vasel kann einiges. Wollte ich gerade sagen, ob es an der Männer türkisch war, kann müsste ich nochmal anhören. Wie gefällt euch Vasel, ehrlich? Boah, das war mir zu drüber. Das war mir zu viel. Das war... ich konnte wirklich mit seinem Part leider musikalisch wenig anfangen, weil es einfach zu viel war. Aber er hat eigentlich gute Sachen gesagt. Also... halbwegs selbstreflektiert, so nach außen Stars, aber Seele ist schwarz, hat er zum Beispiel gesagt. Also das war schon alles. Er hat sich so ein bisschen nach außen gekehrt, aber ich fand, der musikalische Rahmen war ein bisschen ich fand für mich ein bisschen Autotune-Regler war einfach ein bisschen zu hoch gedreht. Ja. Too much, way too much. Und die Melodie raus, war gut. Ja, aber hinten raus wird es dann richtig gut. Aber am Anfang, dieses Reingejohle hat mir so richtig den Spaß am Song genommen, weil ich nämlich davor bei Casey auch schon wieder dabei war, dass ich das Hit-Konzept gefühlt und quasi aufgenommen habe. So, keine Ahnung. Das ist ein bisschen schade. Ich bin mal gespannt, habt ihr noch was zum Song? Sonst würde ich nämlich gleich zum nächsten gehen, weil wir nämlich bei Hype-Wertzeit sind gerade. Übrigens habe ich gerade Lars Weißbrot vorgeschlagen, kann ich auch live hier erzählen. Eben kurz zwischendurch geschrieben, dass ich mit ihm eine Kolumne in der Zeit mache, die nennen wir Hype-Wertzeit. Mal gucken. Also wenn, dann habe ich jetzt offiziell... Wird mein Gehalt jetzt angepasst? Ja, wie würde ich offiziell... Ich habe einfach nur gnadenlos geklaut. Warum dein Gehalt? Ich habe den Namen gnadenlos geklaut gerade. Mal gucken, was wir daraus machen. Wenn es irgendwann so eine Kolumne gibt, wisst ihr, wo es herkommt. Wir hören uns jetzt den schon bekannten Song an, DNA featuring Capital Bra, Summer Jam. Die Dreiecksbeziehung besprechen wir danach. Backspin. Song ist ja schon ein bisschen draußen und hat auch, auch da streamingmäßig ja bewiesen, dass der eine oder andere sich den angehört hat. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich den mag. Vor allen Dingen mag ich Capital Bra am Ende. Ich finde es, das ist nämlich das, was bei Capi so nah beieinander liegt. Also ja, Genie und Wahnsinn irgendwie. Weil auch wie er in den Party reinkommt und so. Und das macht er zwischendurch auf mehreren Tracks, dass er so einfach mal anfängt, so ein bisschen zu erzählen, aber auch so ein bisschen wahnsinnig dabei wirkt und dann in den Part startet und dann bricht er doch nochmal wieder ab und dann hört man so Hyänengegacker von ihm und wie er dann so redet. Er ist richtig Jekyll Hyde-mäßig unterwegs.
Deswegen nennt er sich ja, glaube ich, auch Joker Bra. Aber in diesem Part funktioniert das. Und man fragt sich zwar zwischendurch auch so, oh, ist das nicht ein bisschen zu viel jetzt hier? Aber finde ich ganz gut. Er sagt ja auch so, jetzt wird nach meinen Regeln gespielt, weil ich dominiere alles. Und ich habe bei den dreien so das Gefühl, die haben ja jetzt nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet. Die haben ja schon letztes Jahr bei Summer Chinchilla gedroppt und jetzt auf CB6 war Rolex drauf in dieser Konstellation. Ich glaube, die pushen sich gegenseitig schon ein bisschen hoch, weil das alles drei Leute sind, die Bock auf Hits haben. Und das hört man auch und die Hook gefällt mir. Also die Hook ist Bombe so. Richtig nice. Gefällt mir gut. Dem kann ich nur zustimmen. Mir hat der Song sehr gefallen, als er rauskam. Das Video finde ich cool. Allerdings muss ich, wenn ich den Track höre, auch immer an den Auftritt bei Yo MTV Raps denken, wo die drei nicht besonders motiviert rüberkamen, meiner Meinung nach. Ja, ist auch so eine Sache. So manchmal, ich weiß auch nicht, ob man diese Art von Mucke geil performen kann. Ja, ich weiß auch noch nicht, so wie mir die Live-Auftritte bei Yo MTV Raps gefallen. Das ist aber auch ein anderes Thema. Ja. Da häufig dieses halb motivierte Publikum und dann irgendwie halb Playback, halb hört man so die Live-Performance. Das ist alles ein bisschen... Ja, das ist halt Clubmucke, ne? Aber Findungsphase, glaube ich, auch bei der Sendung. Aber das ist ein anderes Thema, da können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ja, aber ich verstehe schon voll, was du meinst, wenn du sagst, dass sich das nicht so gecatcht hat. Ich finde, die Nummer ist einfach ein Brett, Punkt. Und die gehört auch definitiv zu den Songs, die man im Jahresende immer noch reden kann. Mhm. Jetzt müssen wir mal gucken, ob... Wofür LV steht? Genau. Louis V. Louis V, LV. Es also, kann auch 55 sein, wie übrigens. Wie kommt ihr denn nach den Tracks Hype, Neureich auf Louis V? Intuition. Ich bin dafür, dass er 55 heißt. Wir hören rein. Bis gleich. Backspin. Ich mag es, dass ich weiß, wenn es irgendwann mal nicht läuft, ich zur Not Casey Rebel fragen könnte, ob er was wegen meiner Rentenversicherung machen kann. Ist einfach privat bei KC versichert, oder? Das wäre ganz geiles Geschäftsmodell eigentlich. So, zeigst ihm dann immer so dein Stempelpass, dass du hier. Ja, ich war wieder beim Zahnarzt. Ich habe mich impfen lassen. Du kriegst auch von Casey dann bestimmt so eine Plastikkarte mit Bild und, drauf. Und ich hatte mir überlegt, ich wollte so einen rückenfreundlichen Stuhl haben fürs Büro. Kannst du da irgendwie zuschussen oder wie sieht das aus? Können wir da noch drüber reden? Ja, genau. Muss ich Casey fragen, sonst funktioniert das nicht. Was sagt ihr zum Song? Geil. Ich mag den sehr gerne. Warum? Und ich finde, der Song passt thematisch zum Intro. Wegen dem Beat. Diese Streicher im Hintergrund und dass das so ein bisschen wie so ein Heist-Movie aufgebaut ist. So zumindest klanglich. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe mich ein, zweimal dabei ertappt, wie ich bei seinen Lines wirklich auflachen oder beziehungsweise sehr, sehr breit grinsen musste. Mhm. Ja, das war, also die Rentenversicherungsline, die war schon lustig. Und generell viele Informationen in den Track, so ganz so beachtenswerte Aussagen, würde ich mal sagen. Die dann aber auch so Hand in Hand gehen mit so ein paar Zeilen, die ich eigentlich nicht mehr hören möchte. Zum Beispiel hat er angekündigt, dass irgendwann Maximum 2 mit Summer Jam kommen wird. Ist schon mal eine stabile Aussage. Ja, viel wichtiger davor noch dieses Bruder. Das heißt, auch hier noch öffentlich nochmal klar machen. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis und wenn man oder sieht man das, aber ich finde das schön, wenn sie dann öffentlich auch nochmal mehr Liebe zeigen als Hass. Mhm. Ja. Solche Aussagen sind immer schön. Genau. Und generell vor dieser Zeile sehr starke Reimketten. Die wirklich sehr gut geschrieben, war allerdings auch dann so ein Ding dabei, immer auf Eis wie ein Eskimo oder so. Dann denke ich so, Alter, wie viele deutsche Rapper waren schon auf Eis wie ein Eskimo? Es reicht langsam. Also, weil die Zeile da gerade irgendwie reinpasst mit den Silben und gibt es da Nachweise, wie viele es wirklich gewesen sind? Wir können ja mal auf Genius gucken. Genauso wie viele Leute schon... ist egal. Aber... ja. Dann die Hook hat mir sehr gut gefallen, aber auch da wieder sowas drin, dass man läuft oder dass es rennt, wie bei Usain Bolt. Da waren auch schon einige Deutschrapper auf der gleichen Tatanbahn unterwegs wie er. Und dann fand ich noch sehr gut, Shoutout an Agro Berlin hat er gegeben. Classic wie Agro Berlin. Genau. Danke für die kurze Zusammenfassung des Songs. Ja, ich habe mir das hier kurz notiert und dachte, ich reiße es einfach mal ab. Ömer, hast du noch etwas hinzuzufügen zu den Ausführungen deines Kollegen? Der Kollege hat schon alles genannt. Damit haben wir ja dann auch geklärt, dass es aber nicht... Aber stört euch sowas nicht, wenn man solche Vergleiche hat, wo man denkt so, ach Mann, das habe ich jetzt schon 20 Mal gehört. Ich freue mich dann immer, weil ich mir denke, ja, richtig geraten. Ja. Nee, bei mir gehört schon ehrlich gesagt damit auf, wenn ein Song nach
Louis Vuitton betitelt ist und nicht nach römisch 55, wie ich es erwartet habe. Insofern merkt man, da bin ich dann halt auch raus. Aber es ist, ja. Es spricht das jetzt für den Song, dass man das. Also für den Song gegen mich und deshalb gehe ich auch gleich zum nächsten. Wir sind bei Kolibri featuring UFO Nummer 8. Backspin. Wisst ihr, was bei dem Song ganz interessant ist? Ich habe das Album eben, als ich es bekommen habe, einmal kurz vor durchgeskippt. Das muss ich gestehen jetzt kurz. Und den habe ich gehört und der hat mich ein bisschen genervt sogar. Jetzt habe ich ihn mir eben jetzt mal laut und konzentriert angehört und jetzt fand ich ihn gerade gut. Warum? Könnt ihr mir das erklären? Woran hat er gelegen? Ja. Ich glaube, das ist ein Song, der tatsächlich mit Lautstärke besser funktioniert. So, das war ja jetzt wieder ein klassischer Trap-Beat, aber wirklich ein klassischer Trap-Beat. Du. 808s. 808s, tiefe Bässe, sehr schwer, könnte man sagen, so. Breaks waren einfach sehr doll und das gefällt mir, aber der ist heavy, der Song. Und ich glaube, deswegen funktioniert der mit Lautstärke und ein bisschen Konzentration besser als so mal kurz durchskippen. Ja, wahrscheinlich beim Grillen nebenbei funktioniert nicht. Kein Song für die Grillparty. Nee. Ich weiß noch nicht, was ich von dem Song halten soll, muss ich sagen. Warum? Woran? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Warum? Also frage ich mich wieder, ob er mir zu generisch ist. So einfach, weil man in den letzten 2-3 Jahren so viel Trap gehört hat, der in eine ähnliche Richtung geht. Klar, man hört auch wieder drauf, dass die beiden immer noch Level drüber sind über dem Durchschnitt deutlich. So, dass sie wirklich stark abperformen. Aber irgendwann bin ich überdrüssig, so über seine Insta-Follower zu rappen. So, dass man 1 Million Leute hat, die einen auf Insta folgen. Ja, cool, danke, dass ich es hören darf. So, aber fragen wir dich nochmal, wenn du 1 Million Follower hast, ob du es dann auch jede Woche 5 Jahre lang erzählst. Das wird niemals passieren. Stimmt. Und UFO, da war ich sehr gespannt, weil da frage ich mich echt seit Monaten, in welche Richtung das wohl gehen wird da bei ihm. Weil das Comeback meinst du, die Auferstehung? Ja, ganze drei Monate war er weg vom Fenster. Und was ist denn das, wenn bei ihm, Entschuldigung, 3 Monate Auferstehung ist, was ist denn bei Casey Rebel? Ist der gestorben, verscharrt, verbrannt, eingeäschert? Aus dem Museum geflohen, aus dem Sarkophag. Ja. Da wurde irgendwo DNA aus Knochenmark entnommen, die sie ausgebuddelt haben vor 250 Jahren oder so. Und dann haben sie so einen kleinen neuen Casey Rebel gezüchtet und jetzt ist er mittlerweile groß und kann wieder rappen und ist auf diesem Level. Also ich persönlich fand den Song sehr stark. Nee, ich finde ihn gut und ich weiß auch immer noch nicht, was ich von UFOs Kopfstimme halte, die er ja auch schon bei Kitschkrieg ausgepackt hat. Aber wenn ihr das geil findet, dann würde ich euch mal empfehlen, bei Young Kaffer und Küçük Efendi reinzuhören. Die haben jetzt vor kurzem ein Mixtape rausgebracht, die fast ausschließlich in dieser Stimme rappen, in dieser Stimmlage. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit, wenn es ausschließlich in der Stimme läuft. Aber bei UFO hat mir gefallen, dass er diese Stimme inzwischen ein bisschen nuancierter und vorsichtiger einsetzt und nicht durchgehend. Mhm. Und das ist wirklich ein Song für Party, ne? Ich glaube, der funktioniert live sehr gut, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich habe das am Anfang gerade gehabt, als der Beat eingesetzt hat. Der und so. Drop da. Das ist schon, ist okay. Aber das geht schon nach vorne. Ich mag's. So, ich kann aber auch nicht erklären, warum, weil am Ende des Tages ist es ein Sure-Shot-Feature eingesetzt. Ja, man kann auf halt einem Sure-Shot-Beat. Ja. Ja. Man kann halt wenig dazu sagen, also ja. Ich weiß ja auch nicht, ob es dann immer die Erwartungshaltung ist, wenn man dann aber ich bring's auf den Punkt, weil ich bring's auf den Punkt. Die Formel einfach an dieser Stelle von A bis Z sehr, sehr gut umgesetzt. Und deshalb eigentlich auch ein Song, der genauso sein soll. Wir gucken mal nach. Jetzt kommt das nächste Feature. Elias, Song heißt Uncle da Sam. Da bin ich gespannt drauf. Da lass uns mal abwarten, was da kommt. Backspin. Hey Jungs, mal eine Frage. Wenn du so einen Song machst, der sogar für mich sich komplett anfühlt wie, ey, den habe ich doch schon mal gehört. Und dann der Typ, der zweifelsohne das sehr, sehr gut macht, finde ich, was er da macht. Also sehr authentisch. Aber die ganze Zeit erzählt, Leute denken, ich wäre Onkel Sam. Also so, Leute denken, ich wäre Ami so wie Onkel Sam. Ja, ich wäre Ami so mass wie Onkel Sam. Off. Fucking mess. Ja, genau. Ja. What? High Level Ignoranz oder was? Ja, kein. Ach, Next Level schon. Deutschrap. Deutschrap Level Ignoranz. Starke deutsche Version. Bizeps Emoji. Das ist immer mein Lieblingskommentar bei YouTube.
Das war mal unter einem Song von einem anderen sehr großen Deutschrapper. Hat jemand geschrieben, erinnert mich stark an Fame, nee, an Famous von French Montana. Starke deutsche Version, Jungs. Das war der Top-Comment. Geil, Alter. Ja, aber das wird dir doch bei so einem Song safe auch passieren. Und trotzdem, und da bin ich aber meinem Frieden, den ich eben geschlossen habe, so fühlt er sich so schlüssig an. Also das ist jetzt noch ein kleines bisschen mehr ein Bauchgefühl von, oh, ist ja wirklich nur eine Coverversion, aber... Das Ding ist, es macht selten den Song schlechter. Man kann ihn ja trotzdem genauso fühlen und der ballert ja trotzdem genau so. Wenn es ein guter Song ist, dann ist es ein guter Song. Aber ich glaube, das geht dann eher so für uns, ist es dann eher so Bauchgefühl, so... Ist ein bisschen zu viel, finde ich. Man möchte ihn gar nicht so dolle feiern. Ja, ist einfach zu viel. Er sagt ja selber, Leute denken, ich wäre Ami wie Uncle Sam. Das heißt, dieses ganze Ami-Thema ist sowieso in dem Song vertreten. Und dann schielt man auch noch zu den Ami-Künstlern und schneidet sich da eine Scheibe von ab. Ich meine, das ist einfach zu viel Ami, wenn ich das so sagen darf. Ja, weiß ich nicht. Aber ist immer komisch. Das ist ein komisches Gefühl einfach dann so, weil ich mag hier durchaus auch Songs, die ganz klares Vorbild haben irgendwo, aber ich schließe sie dann nicht so in mein Herz. Ja, der Song ist gut und trotzdem höre ich halt... Ja, sehr gespannt, um auf was anderes zu kommen, war ich auf Elias. Aber der ist ja der Grund, der ist ja genau der Grund für all das, das ist ja nicht was anderes. Das ist doch der Grund, der ist doch genau der Grund, warum er so klingt, wie... Ja. Punkt, 100%. Dicker, ganz ehrlich. Ja, aber wer weiß, ob ihm die Hook so vorgesetzt wurde oder nicht. Aber sogar Stimmfarbe, Betonung. Ja. Aber ich weiß nicht, aber ich wollte auch was Allgemeines über ihn sagen und nicht jetzt nochmal auf den Track eingehen gerade. Denn ich war sehr gespannt auf seinen Part, weil das für mich einer der vielversprechendsten Newcomer ist, die wir in letzter Zeit so hatten. Auch Teil der Backspin Class gewesen 2019 und wenn der mit Power kommt, das hat man dann auch gemerkt, wenn er dann so aus diesem Singsang rausgeht und dann auf einmal rappt, dann ist da auf einmal richtig Druck hinter bei ihm. Und das gefällt mir richtig gut, wenn man sich mal so die Sachen bei ihm anhört, auf seinem Profil bei den Streamingdiensten, da hört man dann lyrisch auch nicht so viel Neues. Aber der Typ, der ballert, das macht richtig Spaß, ihm zuzuhören. Und deswegen werde ich ihn noch gerne weiterhin auf dem Schirm haben. Wo kommt der her? Der war das erste Mal letztes Jahr auf dem Summer Jam-Album, glaube ich, so in größere Erscheinung getreten. Ort kann ich dir gerade gar nicht sagen. Da müsste ich nochmal in unsere Backspin-Class gucken. Würde mich mal interessieren. Muss ich mal recherchieren, weil am Ende gehört das auch zum authentischen Gesamtbild. Aber der Rahmen, in dem er sich bisher, oder das Umfeld, in dem er sich bewegt hat, ist dann ja hier so ein Single, so ein Feature-Release. Die logische Konsequenz in meinen Augen... Hör dir mal Shot Glock oder Remember the Name an von ihm. Das wären so meine Anspieltipps. Ja. Mal gucken. Wir gehen jetzt zum nächsten Mammut-Feature-Song. In der Nacht heißt der, Contra K und Raf Camora haben sich die Ehre gegeben. Also, los geht's. Backspin. Ja, Meinung, sagt was. Ich sehe fleißig Notizen noch machen. Sonst steige ich ganz kurz ein, weil ich finde insgesamt die Tatsache, dass Casey Rebel, tue ich in das Feld und auch so irgendwo da musikalisch in diese Ecke da von Deutschrap gerade, der sitzt da in unserem Park hier quasi da hinten links. Da, oder? Ja, Raf Camora sitzt so ein bisschen halb links, mehr in der Mitte irgendwo. Und Richtung Park Fiction irgendwo, würde ich sagen. So Richtung Hafen. Rasiert alles so weg, so. Und Contra K in dem Boxring hier rechts und so. Und alle sind mega erfolgreich auf ihrem Weg, vor allen Dingen zweite, aber Casey Rebel ja auch schon auf einem hohen Niveau unterwegs. Mhm. Eine sehr smart zusammengestellte Königshochzeit, oder? Ja, vor allen Dingen auch, man hat ja, häufig gibt es nur so zwei Ausfahrten, weil wenn solche großen Künstler zusammenkommen, entweder es wird ein ekelhaftes Brett oder man denkt sich so, da wäre aber mehr drin gewesen, Leute. Hier ist Ersteres der Fall, meiner Meinung nach. Beat macht richtig Bock, ist von MacLeod, glaube ich. Mixu, okay. Die Hook finde ich super. Die Hook kommt von KC, nicht von Raff, finde ich erwähnenswert, weil Raff ja gerne mal für die Hooks auch genommen wird. Hat er gut gemacht. Flow ist auch stark von KC, generell von allen, muss man sagen. Ja. Raff Bridge hat mir nicht so gefallen, weil die so ein bisschen, die war schon sehr raffig, so
PHP-mäßig, wie man es kennt. Part dagegen Bombe, Flow auch interessant. So, hat echt Spaß gemacht und auch mal die Geschichte, quasi die Tellerwäsche-Geschichte von Raff hat er auch nochmal kurz angerissen, dass er einen Traum hatte und da Ewigkeiten für geackert hat und jetzt endlich hat es geklappt und so. Contra K, den nehme ich gerne mal, ich analysiere den Track gerade schon wieder für mich so durch, weil ich mir fleißig Notizen mache, was ich sonst nicht mache. Stimmt, fällt mir auch auf, du fängst halt richtig an hier Notizen zu machen. Ja, und Contra K, muss ich sagen, dem werfe ich gerne mal vor, dass er sich ein bisschen im Kreis dreht und jeder Part irgendwie den gleichen Inhalt hat und so und gefühlt hat man alles schon mal gehört von ihm. Hier mal auf Autotune so leicht, habe ich vorher nichts wahrgenommen und hat mir richtig gut gefallen, der Part. Auf dem KDB-Song, da war er, glaube ich, ja, auch schon ein bisschen auf diesem Remix, da war er auch mit Autotune drauf, ja. Und mit AK außer Kontrolle, meinst du da, ne? Ja, genau. Ja, ja gut, den habe ich jetzt nicht reingenommen, aber ja, hat mich sehr überrascht, der Track, hat mir gut gefallen. Dem du ja auf das Inhaltliche eingegangen bist, würde ich gerne auf das Musikalische eingehen, also den Beat. Mir gefallen die Dynamiken in diesem Song, der fängt ruhig an und dann bam, kommen die Drums, Casey macht die Hook, macht einen Hammer-Part, dann... Du hast deinen Siri da nicht im Griff, ne? Nee, die macht, was Siri sie will. Siri will mitreden, genau. Die macht, was sie will. Vor allem Raff kommt mit so einem Interlude-Part rein, das heißt, wo die Drums einmal wegfallen, macht er seinen melodischen Einstieg. Ja, das meinte ich mit der Bridge. Und dann, boom, kommen wieder die Drums und Raff float einfach wie verrückt. Also mir gefällt das richtig gut. Ja, und Contra dann wiederum in seiner Sparte sehr, sehr stark. Also ja, aber der Beat arbeitet als, sehr gut. Ich finde aber, dass Contra das ein bisschen anders gemacht hat, als man es von ihm gewohnt ist und dass es ihm sehr gut tut. Mal nicht den Contra K serviert zu bekommen, den man so kennt seit Jahren. Ja. Das finde ich erfrischend. Guter Song. Und auch passiert ja häufiger mal, dass man das dann nicht auf der eigenen Platte ausprobiert, sondern bei den Kumpels. Ich mag den Song übrigens sehr gerne und ich kann noch nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube, er hat mich einfach wieder auf einfach eine nice Atmosphäre. Pop-Seite gecatcht. Ja, ist eine richtig große Hook auch, Pop-Hook, aber Rap-Parts, so, das mag ich. Nächster Song ist bereits veröffentlicht. Allein, allein. Ja, genau. Allein, allein. Den gibt's jetzt, den hören wir auch nochmal kurz rein, da sagen wir noch zwei Sätze zu. Bis gleich. Backspin. Sagt mir was zum Song. Ich meine, der ist schon ein bisschen draußen, der hat schon gewirkt. Hammer Video, gedreht in Mexiko. Ja. Song hat mir nicht gefallen, als er rauskam. Weil, ich muss dir schon wieder sagen, ich bin jetzt gerade wieder in so einem Vibe. Und das ist dir gefällt, ne? Eine Parallelwelt wie damals mit dem Summer Jam, aber wo ich auch während des Hörens so meinen inneren Frieden mit allem da gefunden habe und hier ganz genauso. Das läuft. Ich finde, es funktioniert. Im Kontext des Albums funktioniert der Song einfach richtig gut. Check, bin ich bei dir. Ja, das glaube ich, ist auch so. Und vielleicht gefällt er mir auch besser, wenn ich zwei Pellegrini aufhabe und im Cabrio unterwegs bin. Ich weiß auch nicht, ob ich das wie, Album... Wie ich das halt so mache jeden Sommer. Ja. Aber, Nee, Bro, ich dachte, wir fahren jetzt mal mit dem Fahrrad durch die City. Ja, wir machen Hamburg auf zwei Rädern heiß. Ja, genau. Wisst ihr, eine kleine Anmerkung, dieses Allein, ne? Er hat ja Vaisel für mich da am Anfang, Song 5 als Feature. Ich glaube, stellt euch mal vor, Vaisel hätte diese Hook gesungen. Allein, das wäre doch voll Vaisel gewesen, oder? Ja. Ich muss halt immer an so Fußballkram denken, ne? Allein. Ja, genau. Viele Bäume. Ja, genau. Aber Sure Shot, und die Single war ja, glaube ich, auch, war die Erfolg? Ja, ne? Ja, doch. Ja, ich glaube, auch die erste, oder? Knapp 18 Millionen Streams oder so. Ist die aktuelle letzte Veröffentlichung gewesen, glaube ich, ne? Letzte Single. Also, ja. Da kann man schon von einem Erfolg sprechen, würde ich behaupten. Ja, und, ja, aber ist nicht meine Mucke. Naja, mal gucken. Wir gehen dann einfach mal weiter, weil jetzt kommt Hayat, der drittletzte Song. Mal gucken, wie der sich anfühlt. Backspin. Hayat, Leben. Erzähl. Keine Haftbefehl-Referenz leider. Keine Haftbefehl-Referenz, dafür aber viel aus seiner Vergangenheit, ne? Also ja, aber auch erst so richtig im zweiten Part, oder? Ja. Der erste, der hat mich nämlich dann schon wieder so, ja, hat mich ein bisschen verloren, muss ich sagen. Und da hat mir die Hook auch nicht so gut gefallen. Als dann der zweite Part losging, dieses Ding, was er aber auch schon im ersten Part hatte mit den Vierteln. Mit den Vierteln, das finde ich nice, das hat Bock gemacht. Im zweiten Part steigt er wieder damit ein und man hat direkt einen Wiedererkennungswert. Man spitzt so ein bisschen die Öhrchen und denkt so, das kenne ich doch. Ne? Und ein bisschen drin. Und dann fängt er an, so von früher zu erzählen, wie er sich hochgehasselt hat und ein bisschen Real Talk und so, und den ich ihm abkaufe. Und das hat dann Spaß gemacht. Und dann hat auch die Hook für mich funktioniert, als ich drin war.
So, aber ja, der erste Part, der war mir dann, ich weiß nicht, da konnte ich nicht so mithören. Aber dann hat es mir Spaß gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich war dann froh, dass die Hook dann wieder nur einmal kam. Weil ich glaube, ein zweites Mal noch hinterher und weitere Part, das hätte es mir zu sehr in die Länge gezogen. So kann ich sagen, okay, der Track, den lasse ich so stehen, gefällt mir wohl. So, aber noch mehr wäre nicht gut gewesen. Ich muss sagen, so inzwischen macht sich für mich so eine Parabel deutlich im Album, vom Anfang bis zum Ende. Es macht sich eine Parabel deutlich. Ja, ja, am Anfang Hype ganz oben. Es wird nur geflext, 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 mal so, ja, mal so. Und dann wird langsam reflektiert. Und dann wird langsam reflektiert, ne? Ja, ja, stimmt schon. Ich glaube, das ist auch quasi so die geistige Vorbereitung auf den nächsten Track. Ja, stimmt. Meine Vermutung. Ein bisschen Real Talk, so, weißt du noch, früher wir mit dem Fußball am Kicken, jetzt langsam und Gras ticken und jetzt Rap und so weiter. Ja, jetzt der Song über den Vater, das macht schon Sinn. Wollte ich gerade sagen, wird es jetzt am Ende dann endlich persönlich und bisher war es Pariari? Ja, wir kennen den Track schon, ja. Ja, ne? Würde ich sagen. Ich würde auch sagen, deswegen gehen wir jetzt aber auch einfach mal direkt rein. Wir hören uns jetzt mal Hasso an. Den Song kennt ihr ja auch schon. Wenn nicht, wir reden jetzt trotzdem ein bisschen drüber und dann gehen wir langsam Richtung Finale des Albums. Backspin. Als der Track damals rausgekommen ist, war ich mir, glaube ich, relativ schnell sicher, dass das für mich der beste Casey Rebel Track ist, den ich bislang gehört habe. Ja, sehr, sehr starker Track. Einfach mal ehrlich, also komplett ehrlich sein und auch ein bisschen einfach, also ich meine, wir haben das Album jetzt gehört. So, ich einfach mal über ein bisschen was anderes rappen als Louis V, Hype und Neureichtum. So. Und man merkt einfach, dass ihm da was dran liegt. Und auch wirklich mal bei all diesem ganzen Geschäft und so weiter auf so ein paar Dinge verzichtet, wie die große Auftaktsingle, das war ja die erste Single zu dem Album, auf Video verzichtet, einfach nur ein Foto von seinem Vater genommen, der ja Hasan heißt. Und Hasso ist der Spitzname, glaube ich, davon. Der ist verstorben 12 Tage vor oder nachdem KC geboren wurde. Nee, nachdem Casey's Sohn. Ach, nachdem Casey's Sohn geboren wurde, genau. Stimmt, macht ja auch. Und man merkt einfach, da sind sehr viele Emotionen dran. Der Song kam auch ungewöhnlicherweise an einem Sonntag raus und nicht freitags, weil es der 70. Geburtstag seines Vaters gewesen wäre und so. Und man merkt einfach, da steckt viel Herzblut dran und das hört man auch raus. Und ich lasse mich da immer gerne von packen, wenn sowas geschmackvoll verpackt ist. Check, bin ich ganz genauso dabei. Ist ja immer so ein bisschen die Frage, inwiefern man so private Dinge mit zum Teil seiner Promophase macht, damit das Ganze zu starten. Ja, aber jetzt stilvoll gemacht. Genau. Er hat ja auch gesagt, dass das nicht offiziell der Start seiner Promophase ist, sondern dass das wirklich als Geschenk für seinen Vater gedacht war. Und dann ist es im Zweifel auf jeden Fall eine schöne Sache. Schöner Move, ja. Die vor allen Dingen, und da bin ich nämlich voll bei dir, auch immer so ein bisschen mehr Gefühl und Empathie einem Künstler gegenüber schafft. Ja. Die man vorher vielleicht nicht hatte. Weil wenn man ihm einem Künstler jahrelang vorwirft, dass er nichts zu sagen hat, dann auf einmal merkt, okay, der hat sehr wohl was zu sagen, tut's nur nicht, weil er vielleicht einfach keine Lust drauf hat oder so. Genau. Und deswegen und willkommene Abwechslung. Und irgendwie erzählt ein Album dann auch 10,5 Tracks oder 11,5 oder 12,5 Tracks eigentlich im Prinzip auch die ganze Zeit nur dafür, dass er der Geilste ist und ganz hinten am Ende dafür gekämpft hat. So. Ja, genau. Wird ein bisschen gezeigt, warum er überhaupt kämpfen musste. Wo der Stamm ist. Und jetzt können wir mal gucken, wenn wir jetzt den letzten Song, 30,6K, wie der das Ganze abschließt. Ich bin mal gespannt. Ja, das frage ich mich jetzt nämlich auch, weil was kommt jetzt nach so einem Song? Ne? Wie schließen wir dieses Album ab? Wir hören jetzt rein. Okay, Jungs, ich stelle mich ein bisschen naiv dumm hier. Warum 30,6K? Wie Geld. Ja, aber gibt es einen Grund, warum 30,6K? Vielleicht hat er sich auf dem Kontoauszug gefeiert. Okay, das ist also auch nicht. Nee, ich denke, das ist denk, das das Casey. Aber ich ist eine Botschaft drin. Ich weiß nicht, welche. Ja. Ja, aber ich hätte eine Frage. Gab es bei dir früher Preiselbeeren und Sekt? Nee. Bei mir auch nicht. Wow. Hey, aber weißt du was? Ich finde, der Song ist falsch platziert. Der ist komplett falsch platziert, weil es ein guter Song ist und diese Stimmung, die Hasso hinterlassen hat, komplett killt. Der wäre direkt hinter Kolibri oder irgendwo hinter Onkel Sam. Hervorragend, setz ihn dahin. Ja, würde ich auch sagen. Zwischen Louis V und Hyatt. Ja, irgendwo da. Ja, also ich weißt du, noch nicht mal. Hasso noch, hinterlässt noch einen wirklich irgendwie so zurück und du bist so, ja, mal drüber nachdenken und schon hast ein versöhnliches Ende irgendwie mit KC und jetzt wieder so, Alter,
dann erfährst direkt du wieder, nach dem wie Track viel Geld der macht. Also dann direkt so jetzt wieder, okay, kommen wir wieder auf die Sachen. Ich mache 31.000 aufgerundet im Monat. In der Woche. Ja. In der Woche, ach so, ja, klar. Bei ihm läuft doch. Aber was ist denn euer Fazit nach dem Song? Wie hinterlässt es euch denn jetzt, wenn ihr dieses Album, oder wie dieses Album insgesamt? Insgesamt so, also ich muss sagen, dass mir tatsächlich diese Tracklisting ein bisschen den Spaß dran nimmt. Aber insgesamt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Songs funktionieren in diesem Album-Kontext wirklich gut. Ja, also ich finde alle Songs... Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ich finde, alle Songs funktionieren im Album-Kontext gut. Ich finde die Tracklist insofern stimmig, dass die ganzen Features so im letzten Drittel sind, mehr oder weniger. Was mir den Atem hält so. Also ich glaube, wäre das alles so querbeet gewesen, dann wäre das Album ein bisschen langatmiger gewesen. Und ich glaube, die bringen dann nochmal so frischen Kick rein. Das ist schon ganz gut. Features generell fast alle, bis auf so ein, zwei Ausnahmen, liefern ab, meiner Meinung nach. Eigentlich, also guck mal, selbst ich weiß ja, du würdest wahrscheinlich auch auf Wesel kommen, selbst bei dem habe ich am Anfang das Gefühl, falsch irgendwie eingestiegen, aber hinten raus dann trotzdem abgeliefert. Und dann ist für mich, um da gleich mal reinzugreifen, alles, was er an Features hat, das ist halt... Performance-technisch haben die fast alle. Ja, A-List ist. Ja. Da fehlt er. Also, er ja, A-List und deswegen auch nice für Elias, damit drauf zu sein. So. Ja. Ne? Also hat wahrscheinlich wieder ein hochkarätiges Feature abzugreifen. So. Ja. Ja. Was mich an dem Album sehr freut, ist, dass ich keine Playlist-Feeling von dem Album habe, sondern wirklich das Gefühl habe, das ist ein Werk, so wie er ist. Ja, ich hab auch das Gefühl, dass es ein eigenständiges Ding ist und dass man sich nicht nach einer Playlist orientiert hat, sondern eher nach den eigenen Vorlieben und auch nach dem eigenen Umfeld. So, wenn man sich mal das Summer-Album vom letzten Jahr anhört und so, das finde ich auch, das kann man positiv herausstellen. Alle Songs high level auf jeden Fall. Ich hätte mir ein bisschen weniger Oberflächlichkeit und ein bisschen mehr KC gewünscht, wie wir es jetzt auf Hasso hatten, unter anderem. Oder auch, wo war es noch? In Hayat war es angedeutet. Ja, genau, Hayat, ne, der zweite Part und so. Das hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil er so ein Typ ist, den möchte ich auch nicht in die Playlist-Modus Mio-Schublade stecken, sondern möchte eigentlich, dass er ein bisschen was von sich erzählt und zwischendurch mal Neureichtum feiert. So, das kann er, aber das ist ja nur persönlich. Ich glaube, ich kann das alles nur unterschreiben. Am Ende bleibt bei mir ein Album hängen, das... Und ich verziehe einfach diesen Vergleich zu Summer jetzt zum fünften Mal heute. Aber ähnlich wie da, für mich unheimlich stimmig, durchläufig. Es funktioniert, ich höre gerne zu. Es gefällt mir jetzt auch schon besser als bei dem ersten Schnelldurchlauf, den ich gemacht habe. Ein bisschen mehr Lautstärke, ein bisschen mehr Druck. Ich glaube auch so im Auto und so, da funktioniert das noch fünfmal besser. Oder in der Redaktion. Ja, das passiert nicht mehr. Vorne bei Benny und Diana. Ja, genau. Die Tiefe, die fehlt mir auch so ein kleines bisschen. Ich weiß aber nicht, ob ich die von so einem Künstler erwarten will und muss an dem, was er da gerade gemacht hat. Hätte mir vom Tracklisting auch gewünscht, dass Hasso das Ding auslaufen lässt. Und dann ist, weil er am Anfang auch so atmosphärisch beginnt. Also ich verstehe gar nicht, warum der Song da steht. Das ist komplett, der ist so wie hinten rangeklitscht. Ich weiß nicht, ob es eventuell der Bonussong ist, der Hidden-Track oder was weiß ich. Wer weiß, was wir da für eine Version bekommen haben, natürlich. Ja, aber ich glaube, es ist schon die Finale. Ist eigenartig. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich bin positiv überrascht von dem Album. Das freut mich. Es freut mich einfach, dass Casey immer noch so Wert auf ein stimmiges Projekt legt. Ja, das kann man so wahrscheinlich unterschreiben. Dann sind wir nämlich auch am Ende bei der finalen Punktevergabe. Trommelwirbel. Auch dieses Album des Monats erwartet Punkte. Wer fängt an? Ich glaube, ich tue mich relativ easy und sage 7. Warum 7? Genug Luft nach oben, aber mehr als eine gute Platte. Ich stimme dem zu. 7. Gute Songauswahl, gute Feature-Auswahl. Die Beats sind gut. Ja, also, sehr gut produziert alles. Also wirklich sehr gut. Mixu, MacLeod, Casey, das ist eine Formel, die funktioniert. Weißt du, es sind so ein paar Sachen... Judy auch, sorry. Wollte ich nicht auslassen. Es sind so ein paar Sachen, die dann einfach stören. Weißt du, wie so irgendwie Feature-Parts, die ich nicht mag und dann hier und da mal das Gefühl zu haben, bei zwei Tracks zumindest... dass man schon mal irgendwo irgendwas woanders gehört hat und
Ja. Ja, das sind dann irgendwie vielleicht die Tracklisten nochmal ein bisschen anders und dann hätte ich mir vielleicht einen Track weniger oder sowas gewünscht und das sind solche Kinkerlitzchen oder auch keine Kinkerlitzchen, die das dann 7 werden lassen. Ist es denn überhaupt ein Album richtig oder ist es eine Tracklist? Wenn du, ich bin mittlerweile der Meinung, wenn du ein Album rausbringst, dann ist es ein Album und dann müssen Leute für sich beschließen, wie gut sie es am Stück hören können. Wenn man eine Platte herausbringt, ein Album, das man nicht am Stück hören kann, was auch nicht dafür gemacht ist, dann ist es kein Album. Dann nenn es bitte kein Album und bring es auch nicht so raus, dann bleib doch einfach bei Singles und verzichte auf die Deluxe-Box. Sind da noch ein bisschen klassisch. Aha. Das glaube ich auch immer ein Job in der Redaktion, genauso zu denken. Ich bin irgendwo zwischen 7 und 8 sogar, weil ich nämlich wiederum finde, dass die Bretter Bretter sind und die oft benutzte Floskel für das, was es sein soll, ist es sehr gut hier anbringen würde. Aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Floskel. Ja. Weißt du, und dass es alles so auf hohem Level produziert ist, das gleicht für mich dann wieder aus die Dinge, die ich nicht mag. Ja. Und so, und dass es alles stark ist und dass die Bretter da sind. Aber irgendwie denke ich so, was nützen mir 8 Bretter, wenn ich auf allen das gleiche serviert bekomme? Weißt du? Das nervt mich dann. Also ich denke, das Album steht in Caseys Diskografie recht weit oben. Ja. In Top 3 für mich. Das wird auch sehr erfolgreich, da können wir uns von ausgehen. Ja, ich gebe ihm dann einfach die 8, um hier ein kleines bisschen Kontrast zu setzen, damit wir so irgendwo uns bei 7,35 einordnen oder so. Keine Ahnung. Bedanke mich bei euch beiden, immer hat sehr viel Spaß gemacht. Kevin, danke. Ja, war es auch ganz okay. Und der überragende Nico Backspin schließt diesen... Überragende, ich lege die Kopfhörer jetzt ab. Ich lasse Nico das Ding jetzt einfach alleine zu Ende machen. Ich habe gar kein Interesse mehr, irgendwas zu sagen. Tschüss, lassen. Genau. Verabschiede mich bei euch. War eine Freude, hat viel Spaß gemacht. Schreibt uns in den Kommentaren, was ihr von dem Album gehalten habt, ob ihr ein anderes Album des Monats gesehen habt und ob ihr mit unserer Bewertung übereinstimmt. Bis dahin, für Album des Monats hören wir uns im Mai wieder. Da gibt es bestimmt ein neues Kracher-Album, das wir uns raussuchen werden. Was kommt im Mai? Was können wir nehmen? Es bleibt eine Überraschung, würde ich sagen. Nee, ich überlege gerade, gibt es schon irgendwas, was ist... Shindy hat verschoben. Shindy hat auf Juli verschoben. Hannibal hat verschoben. Hannibal wäre über April. Nee, April Juni. Juni. Ja, aber der hat verschoben auf Juni. War April-Kandidat. Ich überlege gerade doch, da habe ich, ich habe ein, zwei Sachen auf der Leitung, aber da müssen wir mal, also ja, besprechen. Wir diskutieren das aus. Schreibt uns, was ihr meint, was Album des Monats Mai sein sollte. Bis dahin, macht's gut. Alles Backspin und bis bald.